Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zum Gefecht mit der Voklar. Voklar, 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 Voklar. Ja, eingesendet wurde er von Heilige Suppenschüssel. Stimmt das? Ich hoffe doch. Ich glaube doch. Und ist der Stufe 7 Zerstörer der französischen Marine mit einer unverschämten Stockreichweite von 13,05 Kilometern. Mit einem Reload von 5 Sekunden, 5x139 mm. Also das Schiff kann sich wehren, wenn es auf Reichweite bleibt, was großteils der Fall sein wird. Mal schauen, wie das geskillt ist, bin ich gespannt. Wir haben hier HE-Schaden 2000, dank des Kalibers, bei 700 Meter pro Sekunde. Ja, Mündungsgeschwindigkeit, was nicht allzu viel ist, wird dann erst besser ab Stufe 8 und 9. Ich glaube, Stufe 8 wird schon besser. Und AP Schaden von 2600, natürlich immer Alpha-Schaden und ebenfalls 700 Meter pro Sekunde. 40 Kilogramm Granaten, oh, was ist das für ein Fehler hier? Ekelhaft. Hallo? Ja, da ist man nah dran. Ja, bin ich gespannt. Bin ich gespannt, wie gefahren wird. 6,6 Kilometer Concealment haben wir hier. Das bedeutet, oh, was hat der? Ich glaube, 7,3 Kilometer ist Stock Concealment. Ich persönlich. Ja, 15,7 Reichweite. Okay, das ist jetzt mal interessant. Okay, ich bin interessiert. Wir haben einerseits Concealment geskillt, dass wir 6,6 Kilometer haben. 8 Kilometer sind die Torpedos. Wir haben aber auch 20% Reichweite. Dazu mit, also AFT. Advanced Firing Control Target. Advanced Firing Target heißt das, ja. Und BFD ist das eine und das andere. BFD gibt minus 10% Reload. Das wäre bei mir auch auf jeden Fall mit dabei. Er möchte also quasi die Voklar als Torpedoboot fahren können. Mit unsichtbar torpedieren. Und als Gunboot auf Reichweite. Das Problem der Voklar ist, der Shell Arc ist nicht besonders geil. Also es wird ab Stufe 8, wie schon erwähnt, wird es dann besser. Da muss man echt gut aufpassen. Für mich, für meinen Geschmack reichen die 13 Kilometer vollkommen aus. Alles andere trifft man eh kaum. Wenn es denn dann... Ach, die Egel. Okay. Wird interessant, die wird natürlich rückwärts fahren, oder? Hat sie was gesmoked da? Nein. Also, will sie die Sarah smoken? Glaub nicht. Muss aber aufpassen, dass die Egel hier nicht auch Torpedos geworfen hat. Und dass unsere Voklar hier reinfährt, heilige Suppenschüssel, muss da auf der Hut sein. Sieht aber nicht schlecht aus, dass die wieder zurückgefahren ist. Aber der Smoke hinten ist auf jeden Fall ein bisschen verlängert. Mal schauen, ob was getroffen wird. Jedenfalls, ich bin gespannt auf die ersten Salven, auf die ersten Treffer. Also jetzt nicht auf die Torpedotreffer, wenn sie denn erfolgen. Das ist natürlich... Warten wir. Ah, da war kein Torpedotreffer dabei. Schade. Dann ist sie ja tatsächlich hinten rum. Es ist schwieriger mit Trenta. Im. Oh, da ist sie, sitzt noch im Nebel. Oder dahinter. Na gut. Bin gespannt auf die ersten Salven. Wir werden dann gleich sehen, wie der Shell Arc ist. Aber die 700 Meter pro Sekunde, die lassen natürlich nichts Gutes vermuten. Da müsste die. Schon richtig gefressen. Da. Schaut euch das an. Also auf 7,4 Kilometer schon diese Flugbahn. Ist nicht das Geilste. Gut, dass die Trento AP-Munition geladen hatte. Und ihr seht schon, heilige Suppenschüssel ist relativ nah am Mann. Das wird dann natürlich schwierig, das gesamte Feld hier zu überblicken. Da muss er sehr, sehr gut, oder sie, da muss der Kapitän sehr, sehr gut mit der Map arbeiten, damit das funktioniert. Natürlich tanken können die französischen Zerstörer alle. Speedboost rein, wenn es kritisch wird. Und dann schauen. Ich bin ja ein... Also, dann ausweichen. Arsch wackeln und ausweichen. Ich bin ja, wie ihr wisst, ein Fan der Gandidis. Das bedeutet, meine Skillung ginge oder geht auch bei Mogador voll auf ganz. Es gibt Ausnahmen. Ausnahmen auf Stufe 8. Ich glaube, da habe ich ein Schiff. Oder habe ich das nur während der Testphase? Wenn es denn noch möglich ist, fahre ich meine Le Terrible und meine Baumschiff-Variation. Eine auf Gun und eine auf Torpedoboot. Ich glaube, da ist möglich. Bei der Voklar müsste man sich entscheiden, damit es effektiver wird. Oder, ja, noch effektiver. Ja,
Also, wie es aussieht, gibt es ja genügend Punkte dafür, um das Schiff so zu skillen, aber dann würde ich dann doch eher RPF bevorzugen und nicht AFT. Aber wie gesagt, das ist alles Geschmackssache. Bei meinem Mogador fahre ich sowieso auf Gunboot, weil die 8 Kilometer auf dem Mogador sind einfach zu wenig. Bei 9 hätte man nochmal drüber sprechen können, aber so. Das bedeutet BFD, AFD, den SB-Skill. Und da haben wir mit 18.100 Punkten den SB-Skill nicht mit dabei. Gut, auf Stufe 7 ist er streitbar in den Random-Gefechten, aber in den Klang-Gefechten oder aber in... wie das Schiff immer hier außen rum bleibt, ne? Immer nur spotten, spotten. Aber das Team macht halt nichts draus. Das ist das Problem, das Gegnerische. Das macht nichts draus. Aber in den Rank-Gefechten ist es indiskutabel. Da ist mehr HP immer besser als weniger. Ob das nun 6x350 sind oder ob das 10x350 sind, spielen dann keine Rolle. Das sind genau dann die 6x350, die an den Arsch retten und den Sieg bringen. Wenn man die Punkte hat und die hat man bis auf wenigen DDs, hat man die über, dann sollte man die auch einsetzen. Wie gesagt, man muss sie nicht immer einsetzen. Es gibt Schiffe, die... ja, sowieso, welches Schiff profitiert nicht von mehr Trefferpunkten in einem kompetitiven Modus, aber es gibt Schiffe, die weniger davon profitieren und andere eben halt mehr. Ja, Schiffe, die heilen können, also Zerstörer, die heilen können, profitieren generell mehr, weil es wird der Heal wird prozentual auf die TP gerechnet, auf die Trefferpunkte. Leute, ein Schiff, das mehr Trefferpunkte hat, kann auch mehr heilen. Wir reden halt hier immer von ja, Bereichen, die für den einen oder anderen marginal sein mögen, für den anderen dann wieder essentiell. Ich bin so mittendrin, ich wiege ab, für welchen Modus, für welches Schiff und dann skill ich es halt nach bestem Wissen und Gewissen. So, anders kann man es glaube ich nicht sagen. Aber mein Gefecht hier, das jetzt 7 Minuten Dauer aufweist, nur 11.000 Spotting Damage, das bedeutet, gespottet werden die Schiffe meistens von anderen oder zumindest gehalten, aber es wird nicht drauf geschossen, das ist natürlich belastend. Trento wird natürlich beschossen, weil sie Breitseite zeigt und das neueste Schiff ist, aber das wurde leider nicht von, und ich hätte jetzt fast heiße Spiegelsuppe gesagt, aber da ist der heilige Summenschüssel, wahrscheinlich. Das sehen wir dann im Endscreen, da steht der ganze Name. Und da wird eben das falsche Schiff beschossen und der Schaden an und für sich ist auch nicht besonders groß. Generell für 7 Minuten sind relativ wenig Schiffe geplatzt. Das liegt natürlich daran, dass die Schiffe sich auf AP konzentrieren und CD. Es wird schön diagonal gekämpft. Der Trento wird das trotzdem nichts mehr nützen. Die muss jetzt einfach raus. Die soll nicht mal nochmal schießen. Wer zum Teufel hat da so schlecht geschossen? War das eine New Orleans? Eine New Orleans hat dahin geschossen. Schon wieder. Okay, das ist... es hat tatsächlich die New Orleans schlecht geschossen. Da ist heilige Suppenschüssel. Ja, habe ich dann doch recht gehabt. Man hätte es auch gesehen beim ersten Kill. Habe ich nicht drauf geachtet. Ja, für mich ist es teilweise, also, schwierig, dem Gefecht zu folgen, weil man so nah am Schiff ist. Warum ist man so nah am Schiff? Vielleicht ist die Auflösung, nein, das kann ja nicht die Auflösung schuld sein. Ich komme nicht weiter raus. Ne, ich spiele ein 2K. Ihr wisst, die 1044p sind jetzt am Start, auch in den Videos. Ansonsten habe ich sie mal in 2K aufgenommen und dann runtergerendert, einfach wegen der Größe der Dateien. Man lädt halt doch ein bisschen länger hoch. Aber der Spiegel, so weit sage ich es die ganze Zeit. Heilige Suppenschüssel spielt das Spiel relativ nah am Schiff. Generell, die Schiffsmodelle sind schön. Bin ich ein Freund von, sieht man mehr von schönen Schiffen. Hier im Replay-Format macht es natürlich ein bisschen Sperrenzrennen. Hier wird das Schiff abgeschnitten. Ja, das ist beim Rein- und Rauszoom ein bisschen lästig. Was mir generell auffällt, ist, ich habe keine Übersicht. So. Also der Ausschnitt ist mir zu klein. Ich werde zu hektisch, auch beim Zusehen. Das ist... es macht Spannung, das auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob ich... also die Spannung könnte ich nicht im Gefecht haben, weil das wäre mir dann zu viel. Zu viel des Guten, da würde ich dann... doch lieber, ja genau, ein bisschen mehr Übersicht beim Rauszoomen. Also es ist möglich, man hat es gerade gesehen, würde ich dann doch bevorzugen. Aber so sind die Spieler. Jeder ist anders, jeder ist unterschiedlich. Vielleicht hat Heiliger Suppenschüssel ja einen Breit, also nicht nur 16:9, sondern 21:9 oder 31:9.
Bildschirm und ist deswegen nicht auf das direkt vor ihm angewiesen, sondern sieht Bereiche, die wir gar nicht erkennen können. Das ist eine Möglichkeit. Werden wir dann bei den Screenshots sehen, weil die Screenshots, die sind immer so, wie sie der Ersteller macht. Habt ihr 16:9 Bildschirm, macht ihr einen Screenshot, sehe ich 16:9. Im Spiel allerdings seht ihr nur meine Modifikationen, die installiert sind und natürlich mein Seitenverhältnis, meine Auflösung, meine Darstellungsoptionen, meine Soundeinstellungen, weil das Replay bedient sich quasi nur der TXT-Datei, die Position und Aktion aller Schiffe angeben, nicht aber den Einstellungen des Einsenders. Das ist auch gut so, weil, weiß nicht, aufnehmen in 4K, das traue ich hier meiner 1080 vielleicht noch nicht zu. Da müsste ich auf einen anderen Renderer umschalten. So, jetzt wird es aber endlich interessant. Wir haben eine Kongo da, die von einer Monte Cuculi bespaßt wird. Jetzt will ich Zitadellen sehen. Reload Booster rein. Ist nämlich möglich. Ja, da kommen die Zitas. Sehr gut, sehr gut. Und dann wird die Monte Cuculi raus, zitadellisiert. Wunderschön. Die Fidschi muss ebenfalls dran glauben. Nur nicht zu weit rausfahren. Die Akizuki muss dann gejagt werden. Ja, hier ist die Entfernung vielleicht ein bisschen größer mit den 700 Metern pro Sekunde Mündungsgeschwindigkeit nicht möglich, Zitadellen zu machen. Man sieht es, man trifft genau aufs Deck, deswegen wird jetzt auch auf HE geschalten. Ein paar Abpraller, es waren sogar ein paar Pens mit dabei. Die Frage ist, waren das Pens direkt aufs Deck oder aber waren das noch Pens in die Superstructure? Man muss immer variieren, man hat die Beobachtung, man kann es sehen. Die Fidschi schießt nicht auf uns, das ist natürlich... Ja, für uns super, aber es kommen ein paar Torpedos. Jetzt wird wieder AP gewechselt, jetzt geht's nämlich. Der Winkel ist immer noch steil, aber jetzt geht's. Komm. Hopf, 6 Sekunden und das war's. Jetzt gleich auf die Akatsuki. Nicht beobachten, einfach Akatsuki. Ich hätte die Salve AP noch drin gelassen. Diese eine Salve AP macht auch mehr Schaden als keine Salve. Kongo, ja, die glaubt natürlich trotzdem dran. Es war zu stürmisch gegen drei Schiffe mit dreimal Torpedos. Das ist ein bisschen zu kritisch. Das war ein bisschen zu viel. Einmal abbekommen von der Monte Cuculi, einmal abbekommen von der Fidschi und dann kommt noch was ab. Oder kommt noch was dazu von der Akizuki. Selbst wenn sie nicht getroffen hätten, da hätte man auch ausweichen müssen. Das ist immer, wie gesagt, gegen drei Torpedoschiffe, die nicht hintereinander kommen, sondern direkt fast schon nebeneinander stehen, aus unterschiedlichen Richtungen torpedieren, das ist zu viel. Der heilige Suppenschüssel sagt Just FC, you don't have to push them. Suppenschüssel nimmt die RP ein. Die Akatsuki kann sich dafür oder dagegen entscheiden, es zu erobern oder zu verteidigen. Ich meine jetzt B und D oder es dann zurück zu erobern, wenn sie einmal hinter der Insel dreht. Ich glaube, Suppenschüssel wird dann wieder reindrehen und Richtung C fahren. Die Möglichkeit würde auch bestehen. Aber da ist sie schon offen und da kommt sie an. Sie hat sich dafür entschieden mit ihren Kanonen. Was hat sie? Hat sie 3x2? Mit hohen Alpha gegen eine Vauclaw mit 5x1, 139mm und Reload Booster zu kämpfen. Die Entscheidung wird sie definitiv bereuen, aber naja, ich glaube, Suppenschüssel sollte ein bisschen Abstand wahren, denn die 3x3 Torpedos sind gar nicht schlecht. Natürlich kann man sie dann nicht aufdecken im Smoke, oder braucht zumindest länger, aber ein Torpedo zu lutschen ist bitter. Oh nein, er nimmt den. Eiskalt rein navigiert, so wie ich das auch mache. Er hat von den Schlechtesten gelernt. Suppenschüssel, was machst du denn? Sowas darfst du dir bei mir nicht abschauen. Ich mache das nämlich immer. Ich schaff's irgendwie nicht. Die fährt hier rechts zurück, oder? Die müsste ein bisschen weiter rechts sein. Aus ist wir nach vorne gefahren. Wir werden gespannt sein. Also ich würde zuerst cappen und dann nachschauen gehen. Hat die noch einen Spread? 8 Sekunden und dann raus. Die hat nämlich auch nicht mehr viel. Dann wird's ein Mexican Standoff. Also wenn niemand schießt und niemand stirbt natürlich. Da kommt sie. Sie will's wissen. 3000. Nein, nicht... Nein. Wow, zum Glück schießt sie schlecht. Nicht torpedieren. Und dann noch auf die falsche Seite. Das war mehr Glück als Verstand. Das war mehr Glück als Verstand. Suppenschüssel hat nicht hingeschaut. Suppenschüssel wollte unbedingt noch torpedieren. Und hat gesagt, ich nehme den jetzt raus mit meinen Torpedos. Ja, das hat man gesehen, dass du nicht hingeschaut hast. Das war, oh mein Gott, ich muss sofort die Torpedos werfen. Und er hätte es nicht geschafft. Wäre nicht die Vokalin
eine kleine, dünne Bitch und ist von alleine durch navigiert, könnte man fast sagen. Das Meer hat ihm den Weg gezeigt. Das ist genau das, was passiert ist. Tja, vielleicht täusche ich mich auch. Ich glaube aber nicht. Ja, mei. Glück braucht man auch. So, 45.000 mit 3 Solo-Caps. Interessant, das ist interessant. Wir haben nur, unter Anführungszeichen, 74 Mal geschossen. Also 74 Granaten dann getroffen. Nur einen einzigen Torpedo ins Ziel gebracht. Da bin ich interessiert. Da bin ich interessiert am letzten Bericht, quasi wie viel Schaden gemacht worden ist, mit welcher Waffengattung. Im ausführlichen Bericht können wir das einsehen. Es wird, naja, nicht ganz einfach sein, das Gefecht noch zu gewinnen, weil, wenn wir uns das mal anschauen, wir haben hier noch eine Monte Cuccoli. Die Monte Cuccoli muss fliehen. Ich will jetzt einmal kurz nach hinten schauen, weil da wird nicht mehr allzu viel hier passieren. Wir haben zwar noch 4 Minuten 10. Wenn die ARP Kongo schlau ist, dann wird sie nach B fahren. Oder aber D verteidigen. Der Gegner braucht die Caps. Das ist das Wichtige. Oh nein, sie fährt zu C. Okay. Die Caps oder die Kills. Ansonsten wird's nichts. Ah, selbst wenn sie es erobern, selbst wenn sie C erobern, dann ist ausgeglichen. Eine Sarah hat vielleicht, ja, die ist jetzt drin. Die hat vielleicht noch die Chance, zu B zu kommen und sie zu blockieren. Nichtsdestotrotz sind wir fast 100 Punkte vorne, 120 Punkte, um genau zu sein. Jetzt ein bisschen mehr, dann wieder ein bisschen weniger. Und das wird in 3 Minuten 30 nicht schaffbar sein. Zu einem Überfluss wird die ARP Kongo auch durch die Torpedos der Monte Cuccoli fallen. Bin ich überzeugt. Ja, das ist sicherlich keine schlechte Idee mit Punkten gewinnen, vor allem wenn D noch eingenommen wird, dann ist man wieder vorne. Wie gesagt, 3 Minuten 10, selbst wenn alles erobert wird hier mit, wenn es so bleiben würde, da sind aber die Punkte der Hauptuhr schon abgezählt. Direkt Torpedos raushauen und dann nochmal Torpedos raushauen, dann am Ende, wir haben ja 2 Seiten, wo wir die 3 Torpedos werfen können. Angenehm. Wird jetzt schon werfen. Wirf. Zumindest mit dem vorderen Torpedo. Nur, auch wenn es nur ist, damit er abdrehen muss. Naja, ist halt nah dran, ne? Eine kleine Salve. Oh, die Monte Cuccoli, die fährt. Die Monte Cuccoli schießt. Die war... Komm schon, wenn man schon nicht den Chat liest. Perfekt, die verdammten Torpedos! Wenn man schon nicht den Chat liest, dann zumindest nicht eigenständig dumm sein. Man kann ja auch... Ja, wobei eigenständig dumm sein ist natürlich immer besser als uneigenständig dumm zu sein. Man könnte jetzt auch schießen. Könnte man, weil man eh hinter der Insel fährt, um zu sein, aber ja, er will nicht. Ich hätte die Torpedo schon länger abgeworfen, dann wäre sie nicht drin. Glaubt, die kommen aber gut. Wie gesagt, da werden wir jetzt noch den Schaden sehen. Ja, sehr gut. Sehr gut, immerhin. Er hat damit auch die Monte Cuccoli gerettet. Die Sarah ist jetzt im B drin. Die Monte Cuccoli sollte endlich gehen. Die Helena kommt auch noch. Ich weiß nicht, wie lange die Monte Cuccoli noch braucht, um das zu realisieren. Wobei, die Sarah wird sie vielleicht in Kürze aufmachen. Sarah 4x2, Monte Cuccoli, was hat die? 4x3? Texas könnte man noch abfarmen, aber da ist die Helena aufgetaucht mit 12.000. Hier könnte man es auch noch zeigen. Das wäre kein Problem. Wichtig wäre nur einfach 23 Sekunden am Leben bleiben. 23. Vielleicht auch 40. Das war's. Aber die Monte Cuccoli möchte Breitseite zeigen. Die Monte Cuccoli möchte noch Schaden machen. Vielleicht möchte sie auch sterben. Man weiß es nicht. Die Helena, wie ist sie schlau? Bremst sie ab. Monte Cuccoli ist offen. Wird von Sarah gefarmt. Aber es ist zu Ende. Es ist Gott sei Dank zu Ende. Die Zeit gewinnt dieses Gefecht. Die Zeit nicht im Sinne der Hauptzeit, also der Uhr, der 20 Minuten, sondern der Zeit, in dem durch die beiden Caps die Punkte brauchen, um endlich die 1000 voll zu machen. Aber man könnte auch sagen, die Punkte gewinnen das Gefecht. Hier haben wir dann den Kapitän der Vauclair, AFD, Sprengmeister, ja, und Concealment ist nur unter Anführungszeichen 14er Kapitän. Dann Last Stand und den 1-1er Skill. Ist halt so eine Kombi-Skillung. Weiß nicht, was wird danach gemacht. Wird vielleicht Inspekteur geskillt oder wird Torpedo Reload geskillt?
ist für mich dann immer schwierig. Für mich ist entweder, nehme ich Torpedo Reload und ich nehme Concealment, oder ich nehme AFD, BFD und Sprengmeister. Das sind für mich die zwei Skillungen bei den französischen DDs. Da lege ich mich dann lieber fest. 84.000 mit Kraken. Da ist auch einiges, was einfach getötet wurde und vielleicht nicht verdient auf Stufe 7 im Top-Tier-Gefecht. Aber ich denke mal, da die richtigen Schiffe beschossen worden sind und da vor allem gecapped wurde, sind Glückwünsche angesagt. Ja, erster Platz. Ihr seht, man muss nicht viel Schaden machen. Wichtig ist, was und was man macht. Viermal Solo-Cap ist beachtlich. Das ist das, was das Team am Ende, obwohl viele Spieler am Ende noch dagegen gearbeitet haben, dennoch zum Sieg geführt hat. Die Solo-Caps, oder die Caps, die heilige Suppenschüssel hier geleistet hat, kommt nicht immer auf den Schaden drauf an. Kommt drauf an, ein verdammtes Spiel zu gewinnen, auch wenn es andere unbedingt wegwerfen wollen, weil sie sich überschätzen, weil sie den Gegner unterschätzen, weil sie die Karte nicht lesen können, weil sie nicht auf die Uhr schauen. Es gibt, Wahnsinn. 39.000 durch Torpedos, natürlich jetzt noch am Ende, sonst hätte es anders ausgesehen, da hätten wir nur einen Torpedotreffer gehabt mit 2.000, 3.000. Der Rest wurde über die Gans gemacht. Und ich finde, das ist bezeichnend für die französischen DDs, dass man hier auch sehen kann, es sind die Gans. Man sollte die Gans immer zuerst buffen, man sollte die Gans immer zuerst nach vorne nehmen, außer man möchte gerne auf Torpedo-DD fahren. Aber dann muss man auch ganz anders fahren. Wir haben einige Vauclaw-Gefechte schon gesehen, da wo sie auch auf Concealment gefahren worden sind. Dieses ist hier jetzt wieder eines davon. Ich bin gespannt. Mogador und Kleber werden dann wahrscheinlich mehr auf Gans gefahren. Die Replays zeigt da nicht mal. Ich wünsche noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Gefecht. Dankeschön fürs Einsenden. Ciao.